meinen guten Freund Tirek ja nur ungern. Aber er hat schon wieder mal nicht aufgegessen. Schon wieder. Ich werde mich später darum kümmern. Glaub bloß nicht, was dir dieses kleine, neugierige Pegasus sagt. Ich glaube nicht, was irgendjemand von euch sagt. Hast du eigentlich irgendwann auch mal vor, irgendein Pony anzugreifen? Wenn nicht, weiß ich auch nicht, wieso ich hier meine Zeit verschwende. Du weißt, ich bin eine Königin. Ich verschwende. Denn die Arbeit, die ich verrichten möchte, kann ich hier sowieso nicht tun. Ich würde vorschlagen, dass ihr drei zu irgendeiner Einigung kommt. Ich rede gar nicht. Ganz egal wie, aber ihr müsst lernen, zusammenzuarbeiten. Denn nur so können wir gemeinsam erreichen, was ihr euch sehnlichst wünscht. Die Niederlage von Twilight Sparkle und ihren Freunden. Nichts repräsentiert Teamwork besser als ein Banner. Wenn Grogar den sieht, wird er erkennen, dass er ohne mich gar keine Chance hat. Du musst viel trainieren, um wieder so groß zu werden wie damals und um den Ponys ihre Kräfte zu nehmen. Jedenfalls, Grogar will, dass wir zusammenarbeiten. Also gibt es ein Team-Meeting. Klingt das nicht nach großem Spaß? Und da Grogar mir die Leitung übertragen hat? Nein, hat er gar nicht. Da ist aber heute jemand überaus grummelig. Nun, wenn es heute kein Meeting gibt, kann ich auch bleiben und dir positive und inspirierende... Na schön, ich komme zu deinem Meeting. Verschwinde jetzt. Na klar, und tschüss. Seit Wochen unternimmt Grogar einfach gar nichts. Es ist nicht gesund, den ganzen Zorn für sich zu behalten. Ich könnte jede Sekunde ausrasten. Und wie geht's dir an diesem schönen... Wie glaubst du, dass es mir geht? Ich bin bereit, endlich Rache zu nehmen. Du weißt, was ich meine. Ohne Aufgabe eingesperrt zu sein, ist schrecklich. Und deshalb brauchen wir ein Team-Meeting. Ich gehe aber zu keinem Meeting. Grogar hat mir die Leitung übertragen. Nein, hat er gar nicht. Und selbst wenn, Königin Chrysalis gehorcht niemandem. Es gibt auch Cupcakes. Grogar will, dass wir zusammen unsere Feinde besiegen. Und das heißt, wir müssen uns gegenseitig vertrauen. Und wenn wir uns gegenseitig vertrauen sollen, könntest du dann bitte Lord T-Rex sagen, er soll aufhören, meine Lebensessenz einzusaugen? Sowas in der Art habe ich doch gar nicht gemacht. Wie kannst du es wagen? Wie ich es wagen kann? Weißt du eigentlich, mit wem du hier redest? Wie könnte ich das nicht wissen? Du sagst es mit dem Ding ja ständig an. Aus diesem Grund hat Grogar mir die Leitung übertragen. Nein, hat er nicht! Dann hört mich an, ich habe einen Plan, wie wir hier etwas Neues gestalten. Allein geht's schwer, Vertrauen muss jetzt her. Doch geht das nur, wenn wir zusammenhalten. Ach was, so wird's nicht gehen. Ich geb euch zu verstehen. Bin stärker, klüger, euch zwei brauche ich nicht. Ha, stärker, na schön, das werden wir sehen. Der Hochmut steht dir nicht sehr gut zu Gesicht. Ich such den Weg, wie wird man böse und schlecht. Aha, brauchen wir den neuen Weg, wir sind doch schon schlecht. Vereint sind wir stark. Teamarbeit ist wirklich hart. Gemeinsam geht es leicht, das Ziel wird bald erreicht. Und dann sind wir böse und schlecht, jetzt erst recht. Ich tu, was ich kann, sonst wird die Chance vertan. Du gibst dir ganz schön an, so kann's nicht weitergehen. Ein Team sind wir, dein Grinsen zeigt es mir. Für diese Mühen und Qualen wirst du gerade stehen. Ich glaub daran, wir werden bald richtig schlecht. Auch dieser Weg scheint uns lang, das klappt wohl doch nicht so recht. Vereint sind wir stark, dann geht's den Ponys bald schlecht. Und stimmen wir zu, gibst du dann endlich Ruhe? Nein, mein Wunsch nach Schlechtigkeiten ist echt. Die Freundschaft wollen wir brechen, wir machen sie ganz schwach. Und Starlight wollen wir rächen, drum denk mal richtig nach. Die Chancen werden größer, wenn man zusammenhält. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, bis der Feind zu Staub zerfällt. Ja. Ich seh den Weg und wäre gern richtig schlecht. Ich gehe voran, ich bin schlecht, jetzt erst recht. Die schlimmste Art.
allein bin, wohl ich von uns drei. Jeder geht hier seinen Weg und ist schlecht. Halt, ich bin die Erste, ich bin durch und durch schlecht. Das Kommando habe ich, das ist mehr als gerecht. Das Lied gehört mir. Tut uns leid, das singen wir. Wir gehen den Weg und sind schlecht. Unsere Bosheit ist echt. Geht's den Ponys erst schlecht? Hat uns das gerade recht? Wir gehen endlich unseren Weg und sind schlecht.